Bosa liegt auf dem Pferdekopf. Und wir können hier deutlich fühlen, wo die Nüstern noch weich sind und wo die komplett verknöcherte Stelle des Schädels anfängt. Dort muss das Bosa liegen. Um die Mikate ans Bosa zu binden, stellen wir uns vor, das Pferd guckt uns an. Wichtig ist jetzt darauf zu achten, dass der Kehlriemen auf unserer, von uns aus gesehen, auf der linken Seite ist. Dann haben wir hier unsere Mikate. Ich lege das Ende der Mikate von unten nach oben durch den Rahmen und wickel jetzt von links nach rechts. Ein bis dreimal, je nach Größe des Bosals und des Pferdekopfes, die Mikate um den Rahmen. Die Wirkungsweise des Bosals ist einerseits über das Nasenbein des Pferdes, andererseits auf den Unterkieferast. Hier. So dass wir, wenn wir die Zügel aufnehmen, mit dem leichten Vibrieren nachgeben im Genick erreichen, so dass das Pferd die Nasenlinie der Senkrechten annähert und sich beizäumt. Wir sind jetzt hier auf dem Plendelhof und sind mit Napo verabredet, einem 9-jährigen Appaloosa, der die Arbeit mit dem Bosal noch gar nicht kennt. Und ich möchte mal zeigen, wie man dann mit einem Pferd, das das Bosal gar nicht kennt, arbeitet. Bevor wir aufsitzen und anfangen zu reiten, zeigen wir erstmal vom Boden aus dem Pferd, was wir von ihm möchten und erklären ihm die Signale des Bosals. Uns geht es darum, dass wir den Kopf nicht einfach hin und her ziehen und auf Zug arbeiten, was zur Folge hat, dass sich das Pferd dagegen stemmt. Wir arbeiten mit Impulsen und lassen das Pferd erstmal auf den vibrierenden Impuls nach einer Seite nachgeben. Und auch nur mit ganz kleinen Reaktionen. Sind natürlich da ein bisschen beharrlich, bis wir da ein kurzes, ganz leichtes Nachgeben haben. Wenn das Pferd überzäumt wird mit der Hand und mit dem Kopf zu tief kommt, fällt er auf die Vorhand, belastet die Hinterhand zu wenig und ich habe jetzt das Gefühl, ganz deutlich bergab zu reiten. Wenn er im Gleichgewicht ist, hat er das Genick etwas höher und ich habe das Gefühl, auf einer Waage zu sitzen, als wäre die Wippe, auf der ich sitze. Ich sitze auf dem Drehpunkt und die beiden Arme der Wippe sind vorn und hinten gleich hoch. So ist das Gefühl, das ich jetzt dafür beschreiben würde.